Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Last of Us mit unseren zwei Zombies, die wir jetzt vor unserem, die Klicker haben wir ja zum Glück schon mal aus dem Weg geräumt. Jetzt muss ich gucken, der andere ist da unten, der andere sein dahinter, der untere drehen sich um. Bitte. Das war nicht so geplant. Kommt Leute, haut drauf! Wo ist der andere? Hä? Hä? Hat er da nicht mitgekriegt? Hey, lass du meinen Kollegen in Ruhe. Ich box dich, Junge! Ich box dich! Hat er das echt nicht mitgekriegt anfangs? Der war doch nicht unweit von uns weg. Naja. Shit-Hems. Ja, mal eben in der Garage und mal gucken, ob da noch was liegt. Ja, Pfeile. Und Loot. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich wieder von den Teilen? 10 Kapseln haben wir. Wir haben bis jetzt maximal Gesundheit. Ich würde auf Lautstärke-Distanz das nächste Mal gehen. Da brauchen wir 20, also brauchen wir noch 10 Stück. Heiltempo wäre auch nicht schlecht. Ist alles irgendwie geil. Schwanken der Waffe ist auch geil. Da hätte man ein besseres Aim. Alles recht nice. Aber man kann nicht alles leveln. Das habe ich ja schon im Stream gemerkt. So. Anscheinend hier hoch. Wo El Clico war. Was haben wir hier? Eine Pulle. Da kann ich nicht gebrauchen. Hä? Nehmen wir mal das hier. Egal, dann haben wir jetzt mal Heilung. Habe ich die voll? Ja. Deswegen konnte ich das nehmen. Alles klar. Ja, mit den Steinen könnte man das reden, theoretisch alle wunderbar weglocken. Aber es geht auch anders. Habe ich hier irgendwie Loot? Nein. Okay, dann können wir jetzt ja hier durch. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Na dann, es führt ja kein Weg dran vorbei. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Wo? Ach da, okay. Oh, Scheiße. Sie haben uns Kann ich gesehen. Mir eben eine... Vorsichtig. Nein, kann ich nicht, aber ich kann sie ja mal eben anzünden. Wie ist damit? Wir haben ja eh Herbst, ne? Wunderbar, sie rennen alle ins... nicht ins Feuer. Scheiße! Messer! Puh! Das war arschknapp. Wie weit ist das, Bill? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe. Immerhin droppen sie Munition. Ja, die sind nur noch als Briketts gebrochen. Ich dachte, die wären da alle reingerannt. Naja. Hat er geklappt. Und hier im Haus dürften ja keine mehr sein. Die sind jetzt alle rausgekommen. Gibt's hier irgendwas?
An Schule habe ich ja auch noch sehr böse Erinnerungen. Gibt es hier ein paar Ibos? Schmerzmittel? Und der Weg nach oben ist wieder verbarrikadiert. Okay, das sehe ich jetzt schon. Nein. Eine Schrotze habe ich voll. Ein Teddy. Ja, der sieht so komisch ausgekiet aus. Ah. Ibus. Oder? Ne, waren keine Ibus. Aber ich kann mir ein Messer craften wieder. Dafür fehlt mir was. Naja. Aber ich bin gleich davon ausgegangen, dass die ins Feuer gelaufen sind. Naja. Ach, Loot. Ja, aufs Wohnmobil und rüber. Du hast den Mann gehört. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Komm, ey. Okay, aber vorher will ich mich nochmal umgucken, ne? Schere. Weil ich will den guten Loot einfach nicht verschmähen. Wäre es mir nicht wert. Das nehme ich mir auch nochmal mit, ne? Kann man ja alles mal gebrauchen. So. Und na klar, ich will jetzt ein bisschen vorproduzieren. Das heißt, ich nehme das alles wieder ein Stück auf. Beugebruhe. Weil ich habe am 16. OP. Und ich weiß nicht, wie lange ich weg sein werde. Das heißt, ich nehme ein bisschen ein Stück auf. Wenn dann irgendwann mal so ein paar Tage keine Folgen kommen sollten, liegt das dahin, dass ich im Krankenhaus bin. Und naja. Will nicht weiter darauf eingehen. Oh, was haben wir hier? Ein Tagebuch. Okay. Oh. Also scrollt man. Wer lesen will, einfach pausieren. Ich scroll mal so ganz langsam runter. Okay, weil ich kenne die Texte ja schon. Und ich bin nicht so der leidenschaftliche Vorleser. Hey, die finden wir voll. Okay, dann gehen wir mal zu unserem Kollegen. Ja, manchmal kriegt man noch irgendwelche Sondergespräche mit. Wo ist denn der Kollege? Ah, da. Wollte schon in den Lauschmodus gehen, um den zu hören. Messer haben wir auch nochmal. Zwei Messer, sehr geil. Pfeile haben wir voll. Ein Knüppel. Klar helfe ich dir. Moment eben. Ach du Scheiße. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Wir müssen leise sein. Solange es keine Klicker sind, ist mir alles scheißegal. Mal gucken, wie laufen die. Da läuft einer. Wie ist denn der Laufweg von den Herrschaften hier? Okay. Oha. Nice, da hätten wir schon mal ein.
So, wo haben wir den nächsten? Der rennt da. Und nicht den Basie. Jetzt habe ich die Kavallerie an der Arsch. Wow, 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 weg, 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 aufs Maul! Moment! Puh! Ich glaube, das waren alle. Ich wollte den eigentlich packen. Naja. Ich glaube, die Luft ist rein. Und das wäre jetzt wieder geil. Wenn wir jetzt hier bei Days Gone wären, könnte man jetzt hier den Kofferraum aufmachen. Aber da hatte ich wieder Angst, dass da irgendwas drin ist. Hatte ich ja schon die Erfahrung mit. Okay, wahrscheinlich müssen wir über einen der Trucks hier rüber. Hier ist alles voller Stacheldraht. Ellie, oh, lauf, ha. Lauf! Wow, 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 wow. In your face! Oh, sind ein paar mehr als gedacht. Wow, 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 wow. In your face, in your love. Ich halt hier. Ah, so. Das war einfach einmal heilen. Sie müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? So. Kann ich mir noch einmal Heilung craften? Ja, kann ich. Ein bisschen räublich. Der Start heute. Ja, sollen aber keine mehr sein. Ja. Klicker würde ich prinzipiell immer aus dem Hinterhalt angreifen, aber die kann man auch einfach wegboxen. Ist alles machbar. Leiter auf den Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Ja, okay. Ich schaue mich hier nur eben mal um, Kleine, ne? Wenn du gestattest. Okay. Dann gehen wir auch die Leiter holen. Ich warte hier unten. Und alle hopp. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Na? Ah, da ist die Leiter. Ich dachte, die kommt von der anderen Seite. Naja. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mist! Die drücken gegen den Zaun hier drüben. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill! Ich hab's! Durch das Fenster! Schnell! Alter, ich. Wie denn? Ah, jetzt macht er es. Alter, lass mich los. Lass mich los. Geh weg. Geh weg.
Baby. Das wird nicht halten. Bill, jetzt beeil dich! Hilf mir! Bist du jetzt so weit? Was? Es ist er, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los! Klicko. Macht des Feuers. Durch die Klassenräume geht's schneller. Alter, was war denn das jetzt für eine Aktion? Wieso haben die mich angegriffen? Wieso? I have no idea. I have mich versteckt. I have no plan. Durch die Klassenräume geht's schneller. Aber ich will mich hier umgucken. Vielleicht finde ich hier noch was Sinnvolles. Ja, ich will mich hier umgucken, du Arsch. Weil ich habe ja schon eine nette Erfahrung gemacht mit Outlast 2 und da... Ich wollte eigentlich die Mollys für was anderes aufheben. Oh Mann, oh. Ah, siehste? Loot. Loot, Loot und Loot. Kannst du bitte sag mir, dass ich mir was bauen kann. Ach, scheiße. Ich brauche dringend mehr Loot. Ja, vielleicht finde ich ja noch was. Das hier zum Beispiel. Ich töte den ganzen Tag, ich töte, weil ich es mag. Lass du die Kleine in Ruhe. Ja, den nehme ich gern. Ich dachte, ich hätte den jetzt ernsthaft den Kopf weggeblasen. Naja. Man kann nicht alles haben. Alter, wollt ihr mich rollen? Wir lang. Den Flur runter. Oh, Scheiße. Nice Teamwork, Boy. Mal ein bisschen Licht hier machen. Weil die letzte Aufnahme war ja relativ dunkel. Oh Gott, ich habe eine schlimme Vorstellung, was gleich kommen wird. Ich sollte mich mal vorher heilen. Wäre eine Idee. Mollys habe ich keine, kann ich hier was gucken? Alkohol fehlt mir, was fehlt mir? Alkohol. Messer kann ich mir noch craften. Da fehlen mir Klingen, okay. Okay, also würde ich sagen, dass ich mit meinen. Wo ist denn hier mein Dingenskirchen?
kann ich denn jetzt hier auf? Ah, okay. Hilf mir mal damit. Okay, bereit? Drück, drück und drück. Noch mehr. Jo, die Schule. Da habe ich echt, jetzt geht's gleich los. Das wird sie nicht lange auf. Oh. Das klingt nicht gut. Nein, gar nicht. Aua, 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 aua. Und eine andere Waffe. Weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Man muss die kleinen Viecher an seinen Körper zerstören, wie bei Resident Evil, die Plagas. Das ist aber so eine Sache für sich. Alter, geh mir nicht auf den Schnürsenkel. Wow, 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 wow. Alter, der Kerl ist so ätzend. Da hätten wir eins. Bleib ganz dicht bei mir. Zwei. Wo hat denn noch so ein Ding? Scheiße! Wo hat der noch eins? Irgendwo muss der noch eins haben. Kann er mal aufhören zu rennen? Yes! Das war der Blöder! Und jetzt die anderen! Zack, in your face! So. Was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte? Ja, Moment. Du kleine Hosenscheiße. Ich will mich hier erstmal umgucken. Hilf mir auf, Joel. Loot. Das nehme ich gerne. Ja, ich helfe dir. So, dann komm mal hoch. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Gut, komm schon, kommt. Joel, hinter dir! Was? Verdammte Scheiße! Oh,
Scheiße! Okay, okay! Haut ab! Schieß doch von da oben! Geh weg, 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 geh weg. Alter, wieso hast du von da oben nicht geschossen? Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. Ja, geschafft. Du hast doch noch nie mal was gemacht. Zieh mich hoch. Halbes Hemd. Riesenmachete, große Wumme, aber nichts dahinter. Jetzt raus hier. Das krieg ich noch komplexer. Hier lang. Hopp. Och, jetzt rennt die schon wieder. Ich will mich doch nur heilen erstmal. Hier ist noch eine Leiche. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Weg. Ein ins Haus, los. Na, das lief ja nicht. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Well, irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sagt Tess, sie kann Lass sich den Job... Tess da raus! Ganz das hat nicht ihren... mit! Scheiße. Oh. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier und er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also. Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Sehr nett, aber jetzt würde ich mich gerne noch mal ein bisschen im Haus umgucken. Ah, weil hier die guten Ibos gegen Kopfschmerzen, die braucht der nette Herr ja hier nicht. Aber hier ist eine kleine Schatzkammer. Nehme ich alles sehr gern dankend an. Wahrscheinlich der Abschiedsbrief. Ja, also sein Abschiedsbrief. Hat er hier sonst... Oh. So, wir sind gleich wieder voll. Jetzt können wir wahrscheinlich erstmal wieder craften. Nice. So. Zwei Mollys. Besser als nix. So, dann könnten wir jetzt eigentlich auch gleich mit den Autos schon abdüsen. Da würde ich aber hier sagen, mache ich hier an der Stelle einen Cut.
Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabeisein und wie es weitergeht, ob wir die Flucht schaffen, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.